Die wahre Geschichte des alten Ägypten reicht bedeutend weiter zurück, als es euch in der Schule beigebracht wird. In unserem heutigen Video werden wir euch einige Beispiele zeigen, die euer historisches Weltbild in seinen Grundfesten erschüttert. Was kann uns ein 7000 Jahre altes Artefakt über die tatsächliche Entwicklung der Pharaonenreichbewohner verraten? Und welche Rolle spielt das sagenumwobene Inselreich Atlantis dabei? Lasst uns ein Like und ein Abo da und seht selbst! Geschichte und Wirklichkeit. Eine kurze Recherche zeigt, die kolossalen Pyramiden von Gizeh sind 4500 Jahre alt. Doch damit wir uns richtig verstehen, dabei handelt es sich lediglich um eine historische Einschätzung. Wann genau die weltbekannten Monumentalbauten entstanden, lässt sich nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Doch damit nicht genug. Bekanntermaßen können wir nicht einmal eindeutig belegen, auf welche Bautechniken die alten Ägypter bei ihren unvergleichlichen Projekten zurückgriffen. Vor dem Hintergrund dieser ungelösten Mysterien werden jene Fachtexte, die sich mit der ägyptischen Vergangenheit befassen, nur allzu häufig von Wörtchen wie etwa, schätzungsweise und vermutlich begleitet. Eindeutige Beweise? Fehlanzeige. Und genau an dieser Stelle beginnen die Dinge merkwürdig zu werden. Einige Entdeckungen legen den revolutionären Schluss nahe, dass die altägyptischen Pyramiden in Wahrheit bedeutend älter sind, als die Experten es vermuten. Und dabei reden wir nicht etwa um eine Altersabweichung von einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sondern wir bewegen uns in einer Größenordnung von Jahrtausenden. Um zu verstehen, was es mit dieser, nennen wir es mal, selbstbewussten Behauptung auf sich hat, sollten wir einmal einen genaueren Blick auf ein uraltes Artefakt werfen, von dem die meisten von euch wohl noch nie etwas gehört haben – das nubische Ei. Geheimnisvoller Fund. Es ist das Jahr 1907, als der britische Archäologe Mallaby Cecil Firth in der nubischen Wüste von Sudan ein altehrwürdiges Grab der Nakada-Kultur aufspürt. Historisch gesehen wird dieses Volk in die Epoche der Kupfersteinzeit eingeordnet, welche der dynastischen Ära Ägyptens vorausging. Demnach entwickelte sich die Nakada-Kultur zu Beginn des 4. Jahrtausends vor Christus in Oberägypten, wobei sie im Laufe der folgenden 1500 Jahre sich bis nach Unterägypten ausbreitete. In der erwähnten Grabkammer backt der britische Forscher schließlich ein seltsames Artefakt. Ein dekoriertes Straußenei, das von vielen unterschiedlichen Darstellungen geziert wird. Dabei wurde das Alter dieses Fundstücks auf beachtliche 7000 Jahre datiert. Allerdings sticht eine Abbildung überdeutlich aus den anderen heraus. Drei dreieckige Gebilde, die mit einer Reihe von Querlinien versehen sind. Die Vermutung, dass es sich dabei um die großen Pyramiden von Gizeh handelt, erscheint dann nur äußerst naheliegend. Allerdings tun sich die konservativen Experten mit dieser Interpretation verständlicherweise schwer, denn immerhin ist das Straußenei über 2500 Jahre älter als die weltbekannten Grabmale. Umstrittene Interpretation. Infolgedessen würde es sich bei den Abbildungen lediglich um ein Gebirge handeln. Ende der Story. Doch ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, denn immerhin wird diese Erklärung von einem gewaltigen Fragezeichen überschattet. Was hat es mit den auffälligen Linien auf sich? Wenn wir dann noch einen Blick auf die Berge werfen, die wir im Sudan vorfinden, wird die Sache nur noch rätselhafter. Soll uns die Darstellung etwa die über 3000 Meter hohe Deriba Caldera zeigen? Oder doch ein anderes Gebirge im Osten des Landes? Am ehesten erinnern die Verzierungen noch an die Altaka-Berge. Allerdings setzt auch diese Interpretation einiges an Fantasie voraus. Dass die überaus spitz zulaufenden Gebilde große Ähnlichkeiten mit den nubischen Pyramiden besitzen, ist schwer von der Hand zu weisen. Jedoch ist auch diese Deutung unserem offiziellen Wissensstand zufolge nicht zulässig, denn immerhin entstanden diese Bauwerke erst rund 2000 Jahre nach den Pyramiden von Gizeh. Alternative Deutungen. Erinnern die Abbildungen mit ihrem unterteilten Charakter an den typischen Aufbau einer Pyramide? Ja. Verkörpern sie deshalb den Beweis dafür, dass die Pyramiden von Gizeh in Wahrheit mehr als 7000 Jahre alt sind? Nein. Doch glücklicherweise sind es nicht die einzigen Details, die auf dem nubischen Ei verewigt wurden. Schauen wir einmal auf die zickzackförmige Struktur, die sich rechts neben dem vermeintlichen Pyramiden befindet. Könnte es sich dabei um den Nil handeln? Dass der mächtige Fluss auf seinem Weg immer wieder einige Schlenker nimmt, ist allgemein bekannt. Genauso wie auf dem Ei dargestellt, liegt der Nil auch in Wahrheit rechts, oder korrekter gesagt, östlich des Gizeh-Plateaus. Doch das ist längst nicht alles, denn immerhin haben wir bisher erst eine Seite des Eis betrachtet. Auf der anderen Seite des Artefakts befindet sich abermals eine pyramidenähnliche Formation, wobei diese allerdings von einer anderen Abbildung begleitet wird. Wäre es denkbar, dass wir hier erneut einen landschaftlichen Hinweis sehen?
Genauer gesagt, das Fayyum-Becken, also eine oasenartige Struktur, die südwestlich von Kairo und westlich des Nils liegt. Betrachtet einmal beide Darstellungen nebeneinander und macht euch ein eigenes Bild. Eine Frage der Zeit. An dieser Stelle sollten wir einen Umstand nicht unerwähnt lassen. Der Lauf und die Form, in der sich der Nil heutzutage präsentiert, entspricht nicht mehr der von vor 7000 Jahren. Infolgedessen sollten wir auch nicht davon ausgehen, dass die Nil-Darstellungen auf dem Ei genauso aussehen, wie es aktuelle Karten widerspiegeln. Selbstverständlich haben wir es hierbei auch nicht mit detaillierten Kartierungen zu tun, sondern vielmehr mit rudimentären Zeichnungen auf einem Straußenei. Nachdem wir dies geklärt haben, können wir nun einen Blick auf das vielleicht spekulärste Detail des Artefakts werfen, seine Oberseite. Atlantis. Wie unschwer zu erkennen ist, wird diese Stelle von kreisförmigen Ringen geziert. Wo könnten wir etwas Vergleichbares schon einmal gesehen haben? Nun, in einem uralten, heiß umstrittenen Mythos natürlich. Demnach soll die Hauptinsel des sagenumwobenen Reiches Atlantis aus 3 Ringen aus Wasser und 2 Ringen aus Land bestanden haben. Und obwohl es der griechische Philosoph Platon war, welcher die Atlantis-Sage als erster in Umlauf brachte, steht fest, dass die Wurzeln der Legende im alten Ägypten liegen. Manche Forscher vermuten, dass Platon selbst in Ägypten von dieser Überlieferung erfuhr. Ungeachtet der Tatsache, dass Platons Ägyptenreise umstritten ist und er keine Hieroglyphen lesen konnte. Wäre es also möglich, dass uns das nubische Ei nicht bloß das wahre Alter der ägyptischen Pyramiden offenbart, sondern darüber hinaus auch noch die Existenz eines Reichs bestätigt, das von der überwiegenden Mehrheit der Forscher als Fiktion abgestempelt wird? Und was erzählt uns das Artefakt eigentlich über die Person, in dessen Grab es gelegt wurde? Handelte es sich hierbei um einen Gelehrten, einen Händler oder einen Reisenden, der die dargestellten Orte mit eigenen Augen gesehen hat? Das verlorene Artefakt. Habt ihr gewusst, dass in der gigantischen Cheops-Pyramide gerade einmal 3 Artefakte gefunden wurden? Ja, nur 3. Eine Granitkugel, ein Kupferhaken und ein paar Holzfragmente. Nachdem die beiden erstgenannten Objekte bereits vor geraumer Zeit im British Museum identifiziert wurden, gelang es einer Mitarbeiterin der University of Aberdeen vor wenigen Jahren auch endlich, die lange verschollene Zedernholzstücke aufzuspüren. Unglaublich aber wahr, die unersetzlichen Relikte hatten die ganze Zeit im Universitätsmuseum geschlummert. Fälschlicherweise waren die in einer alten Zigarrenschachtel verpackten Holzstücke aber in der Asienabteilung gelagert worden. Nach der erfreulichen Wiederentdeckung führten die Experten sogleich eine Radiokohlenstoffdatierung durch und blieben mit offenen Mündern zurück. Die Untersuchung ergab, dass das Holz aus der Zeit zwischen 3341 und 3094 vor Christus stammt und somit mehr als 500 Jahre vor der Regierungszeit von Cheops, dem die Pyramide angeblich gewidmet wurde. Tatsächlich ist es infolge der berücksichtigten Spanne sogar möglich, dass das Holz noch einmal 300 Jahre älter ist. Oder in anderen Worten, 800 Jahre älter als das vermutete Alter der Pyramiden von Gizeh. Erklärungsversuche. Doch wie versuchen die Experten, die Altersdatierung in einen nachvollziehbaren Kontext zu setzen? Was hat ein 5000 Jahre altes Stück Holz in einer 4500 Jahre alten Pyramide zu suchen? Diesbezüglich verweisen die Forscher auf 3 denkbare Szenarien. Eine nicht sonderlich überzeugende Version lautet, dass das 500 Jahre alte Holzstück beim Bau der Pyramide verwendet wurde, da das Material im alten Ägypten ein überaus seltenes Gut war. Sollte das Holz wirklich über ein halbes Jahrtausend lang recycelt worden sein, könnten wir uns von den Pharaonenreichbewohnern eine große Scheibe in Sachen Nachhaltigkeit abschneiden. Ein anderer Ansatz fußt darauf, dass das uralte Holz ganz genau genutzt wurde, um den Pharao Cheops zu ehren. Etwas realistischer erscheint dagegen die Theorie, die besagt, dass der Zedernbaum bereits mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel hatte, als er zur Holzverarbeitung gefällt wurde. Tatsächlich können Zedern bis zu 1000 Jahre alt werden. Wenn wir den Bogen an dieser Stelle aber noch einmal zum nubischen Ei und den darauf verewigten Abbildungen zurückspannen, wäre es dann nicht denkbar, dass das Zedernholz nicht erst vor 4500 Jahren in die Pyramide gelegt wurde, sondern deutlich früher, weil das Bauwerk zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahrhunderten fertiggestellt war? Die Geheimnisse der Sphinx. Zum Abschluss unseres Videos möchten wir noch einen kleinen Abstecher zur Sphinx machen. So wird auch dieses monumentale Mischwesen, das seit Jahrtausenden über das Gizeh-Plateau wacht, immer wieder zu Rate gezogen, wenn es um die Frage nach dem wahren Alter Ägyptens geht. Genauer gesagt sind damit die zahllosen Spuren von Wassererosionen gemeint, welche die Sphinx umgeben. Gemeinhin wird vermutet, dass sich derart starke und konstante Regenfälle zuletzt vor 9000 Jahren in Ägypten ereignet haben.
Doch wieso finden wir dann diese natürlichen Signaturen an einer Stätte, die erst offiziell während der Herrschaft von Chephren, sprich zwischen den Jahren 2520 bis 2494 vor Christus entstand? Die Tatsache, dass die Sphinx im Laufe der Zeit mehrere Male vom Sand begraben wurde, trägt ihren Teil zu diesem Mysterium bei. Im Detail sollte das Bauwerk erst im Jahr 1926 bis zum Steinsockel wieder freigelegt werden. Tja, Leute, und jetzt seid ihr an der Reihe. Glaubt ihr, dass die Geschichte des alten Ägypten in Wahrheit viel weiter zurückreicht, als es unsere modernen Geschichtsbücher weismachen wollen? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zum heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Lasst uns auch sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um schon bald mehr über die kontroversesten Geschichtsrätsel aller Zeiten zu erfahren. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.